Bei dem schönen Wetter starten wir wieder von hier draußen. Dieses Mal mit einer Meldung aus der Rubrik Ich hab's euch ja gesagt. Beziehungsweise, was heißt ich hab's euch gesagt, ihr seid da auch ganz alleine drauf gekommen. Denn das war mehr als nur durchschaubar. Oder auch offensichtlich, je nachdem, wie man das bezeichnen möchte. Das ZDF hat vermeldet unter Berufung auf die Stuttgarter Nachrichten, dass offensichtlich eine weitere Mondsteuer im Raum steht. Ja, noch ist das nicht offiziell von Seiten der Politik ausgehend, aber die Öffentlichkeit der Absurdistan wird schon mal darauf vorbereitet, dass sie in Zukunft noch ein bisschen umfangreicher abgezockt werden. War ja eigentlich klar, wer Geld mit vollen Händen rausballert, besonders in andere Länder verschenkt, Milliarden rausknallt, selber aber im eigenen Land das Nötigste nicht geregelt bekommt, dem wird früher oder später auffallen, irgendwo müssen wir jetzt noch ein paar Millionchen hernehmen, damit wir unsere Schenkung, wie man das irgendwie umschreiben soll, damit wir weiterhin Geld an all jene verschenken können, bei denen wir uns einschleimen wollen. Und man könnte jetzt darüber nachdenken, die Schaumweinsteuer zum Erhalt der kaiserlichen Flotte zu erhöhen oder so. Aber nee, darum geht es dieses Mal nicht. Es geht um etwas, was im letzten Jahr noch groß gefeiert wurde, dass es endlich mehr oder weniger aufgehoben wurde. Aufgehoben stimmt nicht. Es ist lediglich so gewesen, dass die Freigrenze nach oben gesetzt wurde. Aber es zahlen immer noch viele, viele Absurdistaner eben jenen Zuschlag, wie das so schön heißt. Denn ihr wisst ja, seit 1995 wurden die Absurdistaner zur Kasse gebeten, um die Wiedervereinigung zu finanzieren, um sich solidarisch zu zeigen und 5,5% ihres Einkommens waren es, glaube ich, wenn ich mich da jetzt nicht irre, um 5,5% ihres Einkommens abzutreten, damit der absurdistanischen Gier Genüge getan wird, damit die Absurdistaner ihre Wiedervereinigung gefälligst selbst zahlen, dass das Geld 30 Jahre nach der Wiedervereinigung ganz sicher nicht in entsprechende Finanzierungsprojekte geflossen ist. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Zudem, dass mit zweckgebundenen Steuern ja auch immer ein klein wenig schwierig ist. Heißt also, wir haben jahrzehntelang einen Solidaritätszuschlag gezahlt, um die Wiedereinigung zu finanzieren, die 30 Jahre her ist. Ja, Chapeau. Aber in einem Land, in dem man auch den Sauerstoff besteuern kann, da wundert einen nichts mehr. Und nun hätte man ja denken können, okay, jetzt hat man den Solidaritätszuschlag abgeschafft. Ist jetzt endlich weg. Oder zumindest die Freigrenze so angehoben, dass deutlich weniger Absurdistaner ihn zahlen müssen. Ja, weit gefehlt. Denn nun kommt die Steuergewerkschaft um die Ecke und erklärt vollmundig, dass bei diesen Herkulesaufgaben, die drohen, selbstverständlich dafür gesorgt werden muss, dass ein bisschen mehr Geld in die Kassen kommt. Und aufgrund der Ukraine und wegen Zombie und wegen Klima, da braucht man mittelfristig über kurz oder lang definitiv eine Art neuen Solidaritätszuschlag. Und das reicht auch nicht, wenn das nur ein gewisser Teil der Absurdistaner zahlt. Das müssen dann bestenfalls alle abdrücken, damit man noch ein bisschen mehr rauspressen kann. Schön, oder? Letztes Jahr hat man sich groß dafür feiern lassen, dass man die Abzockerei abgeschafft hat oder zurückgefahren hat. Und jetzt kommen die Ersten um die Ecke, die mitteilen, ja, lieber Absurdistaner, genießt die paar Monate, in denen ihr ein bisschen mehr von eurem Geld behalten durftet. Demnächst brauchen wir einen neuen Solidaritätszuschlag, um die Ukraine zu bezahlen. Mir stellt sich erstmal die grundlegende Frage, warum muss Absurdistan die Ukraine bezahlen? Das ist ein Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, der seit vielen, vielen Jahren tobt. Ist verdammt nochmal nicht unser Problem. Jetzt ganz platt gesagt. Das Einzige, wozu man sich noch in Anführungszeichen durchringen kann, wo man jetzt wirklich irgendwo auch so eine Moralschiene fahren könnte, ist, den Menschen zu helfen. Also Menschen, die akut gefährdet sind, ranzunehmen und zu sagen, so, wir haben sicheres Obdach für euch, ihr kriegt hier was zu essen, bis es bei euch wieder sicher ist. Okay, aber warum zur Hölle werden die Absurdistaner jetzt in eine Art Haftung genommen, um Zelensky und seine Ideologentruppe zu finanzieren? Ist ja noch viel schöner. Jetzt wollte ja der Grüß August hier, unser Hampelmann, der Steinmeier, wollte jetzt rüber nach Kiew chatten, um sich da mit dem Zelensky ablichten zu lassen. Das machen sie ja gerade alle. Übrigens auch schön, während da ja angeblich alles ach so schlimm ist, fliegt die Olle von der Leyen rüber und marschiert grinsend beinahe Arm in Arm mit dem Zelensky rum und schmeißt sich vor die Pressekameras. Ja, also wenn mein Volk gerade drauf geht, hätte ich mit Sicherheit auch nichts Besseres zu tun, als Werbefotos mit einem fetten Grinsen mit der von der Leyen zu machen. Sehr, sehr glaubwürdig. Aber es ist halt ein Komiker und das bleibt da auch immer. So, nun wollte der Steinmeier auch rüberfliegen, um politisch korrekt genug zu sein, um sich mit Zelensky vor jede Kamera zu schmeißen und sich mal anzuhören, was er mal wieder fordert. Mittlerweile, wenn man eingibt, Zelensky fordert, kriegt man genauso viele Google-Sucheinträge, wie wenn man eingibt, lauter Damus Wand. Also, da haben sich wohl zwei gefunden. Und dafür gab es nun eine Abfuhr. Da wollte sich der Steinmeier so richtig schön übermoralisiert, also so hypermoralisch korrekt darstellen, als, naja, so wie man das halt kennt, so ein
klassischer absurdistanischer Politiker. So, jede Sau mit durchs Dorf treiben, sich vor jede Kamera schmeißen und PR mitnehmen. Und nun gab es eine Abfuhr vom kleinen Elensky, der will nämlich den Grüß August gar nicht im Land haben. Ist schön, oder? Es wird gefordert, fordert, fordert, Geld her, Geld her, Geld her. Alles, was sie wollen, muss gefälligst übermorgen da sein. Wenn es nicht in Echtzeit kostenfrei wohlgemerkt da ist, dann wird gleich wieder international Welle gemacht. Da kommt der Zeigefinger, da wird Absurdistan wieder angezählt. Also nochmal, Absurdistan schuldet dir gar nichts, Elensky. Vielleicht nochmal ein bisschen drüber nachdenken und verinnerlichen. Und wenn aber, beziehungsweise wenn der Grüß August, der wohlgemerkt politisch diesen ganzen Irrsinn mit durchdrücken will, die Absurdistaner abzocken will zu diesem Zweck, wenn der dann mal eine Stippvisite machen will, wenn der dann mal auflaufen will, dann kommt die Rückmeldung, ne, du bist unerwünscht bei uns, weil du warst ja in den letzten Jahren, du hast ja zu viel mit den Russen gemacht, du hast ja mit den Russen eine diplomatische Beziehung gehabt und das gefällt uns nicht. Also lieber Elensky, abgesehen davon, dass ich die Klatsche für den Grüß August genial finde, hat er mal verdient, so einen Schuss vor den Bug. Aber abgesehen davon, da stellt sich jemand hin, der permanent fordert, der will, dass wir ihn finanzieren. Nicht die Bevölkerung, sondern ihn. Seine Kriegstreibereien. Ist seit 8 Jahren ein Konflikt, der dort am Laufen ist. Könnte ja auch einfach diesen Konflikt entsprechend beilegen. Wäre ja durchaus möglich. Ist ja eine zweiseitige Sache. Einer alleine kann sich nicht bekriegen. Gab ja auch entsprechend schon Verhandlungen. So. Da stellt sich einer hin und will die ganze Zeit finanziert werden. Und dann plötzlich, wenn der, in Anführungszeichen, Geldgeber, nicht, es ist unser Geld, aber der verteilt es ja, wenn der Geldgeber mal vorbeischauen will, dann heißt das, nö, du bist bei uns unerwünscht, du hast in den letzten Jahren zu freundlich mit den anderen geredet. Ja, dann hol dir dein Geld doch woanders her, lieber Elensky. Also das ist eine Dreistigkeit sondersgleichen. Fordern, fordern, fordern. Und der die Forderungen dann in einem Land, was nichts mit dem ganzen Schwachsinn zu tun hat, durchdrücken soll, der wird dann ausgeladen als unerwünschte Person klassifiziert. Also da sieht man mal wieder, was das für ein Schmierentheater ist. Aber wir wollen jetzt über die neue Mondsteuer reden, die wahrscheinlich kommen wird, war ja absehbar, dass die kommt. Denn unsere Hampel, die schmeißt ja tatsächlich Geld raus, als gäbe es keinen Morgen. Jetzt das neueste Steckenpferd, ein kostenloser Nahverkehr. Ja, erstmal ist es ja ein 9-Euro-Ticket, aber die ersten haben ja schon mitgeteilt, eigentlich ist das mit den 9 Euro doof. Ist ja so kompliziert für die Verkehrsunternehmen, wäre ja viel einfacher, wenn wir es gratis machen. Nur fahren Züge und Busse und alles, was da sonst noch so gräucht und fleucht auf den Straßen, in der Regel nicht von Luft und Liebe. Da muss Personal bezahlt werden, da muss eine Infrastruktur finanziert werden, die müssen gewartet werden, da sind Kraftstoffe notwendig, je nachdem, womit das Fahrzeug eben fährt. Da entstehen Kosten. Und diese Kosten muss irgendjemand decken. Und die lassen sich nicht von 9 Euro decken, definitiv nicht. Jetzt erstmal will ja der Bund dafür einspringen, also Steuergelder. Heißt aber, wenn dafür jetzt wieder Milliarden rausgeknallt werden, sind mal wieder ein paar Milliarden, die man in andere Richtungen nicht verschenken kann. Und das geht ja dann nicht. Also wird man über kurz oder lang auch damit um die Ecke kommen. Das wird man unter Zombie verbuchen oder unter Russland oder was auch immer. Wird man jedenfalls um die Ecke kommen und sagen, so, wir müssen das ja irgendwie finanzieren und deswegen zahlt ihr bitte eine neue Steuer. Vielleicht wird man das dann alles unter diesem neuen Solidaritätszuschlag vereinigen. Ist eine ziemlich perfide Masche. Den Leuten irgendwelche Geldgeschenke versprechen und sie anschließend von hinten durch die kalte Küche einfach wieder komplett abzocken. Die Geschenke den Leuten wieder abknöpfen in 10-facher Höhe. Aber wir wissen ja, die Energiewende kostet eine Kugel Eis. Wahrscheinlich in Dubai so ein 2000 Euro Eis aus purem Gold. Ja, wobei 2000 Euro mittlerweile ist es eher eine ganze Eisdiele, die man sich davon hätte kaufen können. Ihr kriegt also mit, es wird den Menschen Entlastung versprochen und stattdessen bekommen sie noch mehr Belastungen. Ich fand es auch mal schön, ich habe vor einer Weile mal so ein Pseudo-Argument gelesen, bei Twitter muss das gewesen sein, hat sich jemand hingestellt und meinte, ja, aber es macht doch nichts, wenn den Leuten das Geld weggenommen wird. Die kriegen es doch wieder. Und überhaupt, wenn jemand so eine hohe Abgabenbelastung hat, dass er damit seinen Lebensunterhalt nicht mehr decken kann, dann kriegt er doch Sozialhilfen, da kann er doch aufstocken. Das ändert sich doch nichts für die Person. Ist doch linke Tasche, rechte Tasche, alles wie gehabt. Ist doch wurscht, ob die Person ihr Geld einfach selber behalten kann und nicht abhängig ist von irgendwelchen Staatsleistungen oder ob sie die gleiche Summe dann als Staatsleistung kriegt. Da ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Denn da geht eine ganz, ganz gewichtige Sache verloren. Die Person rutscht nämlich in eine Abhängigkeit, verliert also die Unabhängigkeit, die Freiheit. Jemand, der von seinem eigenen Geld leben kann, ohne irgendwo mit einem Klingelbeutel auflaufen zu müssen, ohne bei irgendeinem Amt vorstellig werden zu müssen. Jemand, der das selber finanzieren kann, der kann zu jeder beliebigen Zeit sagen, so, mir reicht's, ich suche mir ein anderes Land. Ich bin hier raus, wird mir zu bunt, ich pack die Koffer. Jemand, der abhängig ist von irgendeinem Amt oder irgendeiner Regierung, der kann das nicht. Der ist nämlich auf deren, in Anführungszeichen, Gunst angewiesen, muss nach deren Spielregeln spielen. Und das ist der kleine, aber feine Unterschied. Jemand, dem sein Geld nicht abgenommen wird, der seinen Lebensunterhalt aus eigener Kraft bestreiten kann, der ist frei.
deutlich freier als jemand, der Klinken putzen gehen muss bei irgendeinem Amt, damit er sich was zu essen leisten darf. Aber natürlich, für die Hampel ist es deutlich lukrativer, Personen zu haben, die abhängig sind. Die lassen sich nämlich viel besser kontrollieren. Die kann man besser regieren und die kann man auch besser unterm Pantoffel halten und ein bisschen einschüchtern. Den kann man ja drohen. Einfach indem man ihnen dann mitteilt, ja, such Kollege, wenn du es nicht machst, dann kriegst du irgendwo eine Sanktion. Das geht mit Leuten, die aus eigener Kraft mit ihrem eigenen Geld über die Runden kommen. Da geht das nicht so einfach. Und davor hat die Hampel natürlich panische Angst, das ist ja klar. Stellt euch mal vor, jeder kommt mit seinem Leben selbst klar, ohne irgendwo auf eine Hampel angewiesen zu sein. Wo kommen wir denn da hin? Das ist selbstverständlich nicht gewollt. Aber kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Es ist also absehbar, dass eine weitere Mondsteuer eingeführt wird mit einer weiteren Mondbegründung. Ja, wegen den Russen, wegen der Ukraine und wegen Klima und wegen Zombie. Das Geld, was rausgeballert wurde, muss ja irgendwo wieder herkommen. Auch schön, die sogenannten Geschenke sind ja im Prinzip alle schon zurückgezahlt. Denn das, was ihr von eurem Geld, was ihr abgedrückt habt, zurückbekommt, also temporär zurückbekommt, um entlastet zu werden, das dürft ihr ja noch ein zweites Mal versteuern. Richtig. Euer Steuergeld, was ihr bereits versteuert habt, also euer Geld, was ihr schon in Form von Steuern abgeführt habt, das dürft ihr dann anschließend nochmal versteuern. So, das ist also gleich wieder los. Es ist ein Trauerspiel, was in diesem Land abgeht, und es ist vor allem ziemlich tragisch, dass die Medien da nicht mal ein bisschen stärker Klartext drüber reden, mal in die öffentliche Debatte bringen, was da eigentlich für eine Abzockerei vonstatten geht. Jetzt kommt mir nicht mit, aber der Staat, der braucht doch das Geld. Wenn man mit seinem Geld nicht haushalten kann, dann muss man Ausgaben reduzieren. Und da fallen mir eine ganze Menge Sachen ein, wo man das tun könnte. Allen voran bei entsprechenden eigenen Diäten, wie man so schön sagt. Sollen sie doch wirklich mal den Gürtel enger schneiden? Sollen sie doch wirklich mal auf Diät gehen? Wofür brauchen die 20.000 Euro pro Monat als Minister? Die würden auch mit 5.000 überleben können. Und das ist auch selbst das wäre noch zu viel. Jetzt kommt mir bitte nicht mit, aber in der freien Wirtschaft würden sie ja viel mehr verdienen, deswegen würden sie ja abwandern. Also erstens sind die Leute, die aktuell irgendwo in Ministerien sitzen, meistens nicht sonderlich gefragt in der freien Wirtschaft. Und zweitens ließe sich dieses Problem ganz einfach umgehen, was ich vor Jahren schon gesagt habe, indem man die Gehälter nach Qualifikation staffelt. Ganz einfache Kiste. Man zahlt den Leuten exakt das, was sie durchschnittlich auch in der freien Wirtschaft bekommen würden. Wenn also jemand sehr hochqualifiziert ist in der freien Wirtschaft, so gefragt wäre, dass er 20.000 Euro pro Monat bekommt, dann darf er die gerne auch als Minister verdienen. Plus einen kleinen Bonus obendrauf, damit es sich eben lohnt, in die Politik zu gehen, also ein paar hundert Euro als Bonus, so als kleines Anfüttern, damit die Leute eben nicht abwandern. Aber wer eben nicht qualifiziert ist, so nah bei den Bürgern und so weiter, der kriegt eben auch nur das, was er in der freien Wirtschaft für ein Unternehmen wert wäre, nämlich ein Hilfsarbeitergehalt. Oder ungelernt irgendwas, ist ja auch wurscht. Plus einen Bonus, damit man, also ein bisschen mehr müssen sie kriegen, das ist klar, dass sie eben, um das Abwerben vorzubeugen, aber die müssen keine 20.000 pro Monat abkassieren. Staffelt die Politikergehälter nach Qualifikation und schon ist das Problem mit der freien Wirtschaft und wie viel die angeblich wert wären gelöst. Problem ist nur, dass dann dabei rauskommt, dass der halbe Bundestag wohl aus Hilfsarbeitern besteht. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Jetzt kommen wir erstmal zum Ende. Es wird langsam duster, ich muss nach Hause. Und bevor sich wieder jemand auskotzt, was ich für eine böse Jacke anhabe, ich musste eigentlich gar nichts mehr zu sagen, habe ich vor Jahren schon gemacht. Und was ich anziehe und was ich nicht anziehe, ist absolut meine Sache. Aber jetzt kann ich euch mal zeigen, warum ich diese Jacke so geil finde. Also erstens, hier ist noch Pferdeschnotter von vor 10 Jahren drauf. Die sieht man nicht mehr, das muss ich nie waschen, das Ding. Ja gut, ich habe es in den letzten 10 Jahren vielleicht 2-mal gewaschen oder so. Also erstens ist es extrem robust. Man kann damit durch den Stall kriechen, man kann da sich die Nase abwischen, wenn man will. Also im Prinzip sieht man da nichts an Dreck dran. Man kann damit über den Misthaufen roppen und sieht den Dreck immer noch nicht. Und ein ganz großer Pluspunkt, wenn ich so spazieren gehe, habe ich immer ganz gern was zu trinken dabei. Meistens irgendwie so, ist jetzt keine Werbung, aber meistens halt irgendwie eine Flasche Mate oder sowas. Ich habe aber keinen Rucksack. Und da stellt sich dann ganz schnell die Frage, was mache ich denn jetzt mit der Flasche? Da ich ja nun nicht zu den Grünlingen gehöre und meinen Müll überall liegen lasse, wo ich gerade bin, muss ich den irgendwie mit nach Hause nehmen. Und das Geile an dieser Jacke sind einfach diese Taschen. Schaut euch das an. Ich kriege da eine ganze Flasche rein, ich kriege da meine Schlüssel rein, ich kriege mein Portemonnaie rein, das ist hier drin versteckt, ich kriege mein Handy rein, was ja nicht gerade unerheblich groß ist. Ich kriege auch noch 2 Deckboxen mit Yu-Gi-Oh! Karten rein, wenn ich draußen Duell spielen will. Ich habe also Platz ohne Ende und muss keine Tasche mittragen. So, jetzt verstanden, warum ich diese Jacke so geil finde. Ich habe einfach unfassbar viele Taschen. Das Ding ist so robust wie Sau. Ich habe es noch nicht geschafft, da irgendwas kaputt dran zu bekommen. Und es ist sogar ein Stück weit wasserabweisend. Also klar, es ist jetzt keine Regenjacke. Aber wenn es regnet, das dauert einen Moment, bis der Regen durchkommt. Ist halt ein sehr, sehr dicht genähter Stoff. Und alleine deswegen werde ich diese Jacke auch in den nächsten 200 Jahren weiterhin anziehen. Egal, ob es euch gefällt oder nicht. Ich habe bisher noch keine andere Alternative gefunden, die einfach so praktisch ist. Und da könnt ihr meinetwegen vor Frust euch auf den Boden schmeißen und in die Auslegware beißen. Ich ziehe an, was mir gefällt und es geht niemandem irgendwas an.
So, aber jetzt sehen wir uns dann später wieder, erstmal nach Hause. Oh, dann zischt ein Helikopter vorbei. Mein Taxi ist da. Kleiner Witz am Rande. Wir reden dann nachher nochmal ausführlich. Ich werde mich dann mal einen Themenzettel setzen, mal gucken, zu welcher Sendezeit wir anfangen. Aber bis später.